So, Freunde, da steigen wir doch gleich mal ein in die nächste Folge FIFA 19 mit Danny Williams in diesem Fall. Und wir gucken uns an, was wir machen müssen. Es ist das Spiel Manchester United gegen Watford, der dritte gegen den neunten. Und ich würde sagen, wir lutschen uns das Ganze zusammen rein. Als Team. Schwurbelibubbel. Immer noch dieselbe Aufnahmesession. Schalte alle Anspielstationen. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt noch machen muss. Auf jeden Fall ist das Kapitel Kollisionskurs, das dritte Kapitel hier mit Danny Williams, schon auf einem guten Wege. Wolf Fuß begrüßt Sie heute aus dem Old Also Trafford kurz vorm Ende möchte ich Manchester. damit sagen, ich habe in der letzten Folge gehört, dass es noch sage und schreibe zwei Spieltage gibt. Gegen Watford. Aber ich lasse die beiden erstmal labern, der Ball gell? ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Buschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie spielt es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Hm. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Alexis Sanchez jetzt. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. So, das waren die ersten Worte, wie immer, von unseren Kommentatorenkollegen hier. Jetzt übernehme ich das Ganze. Mit Alexis Sanchez dürften Sie es heute auch über die Außen versuchen, oder? Ja, glaube ich schon. Sie wollen natürlich seine Schnelligkeit ausspielen. Da ist er nur ganz schwer zu halten, wenn er einmal antritt. Und nun ein Schuss. So, das war der erste Versuch. Nicht mal angeschnitten. Wir machen das ganze Ding jetzt per Ecke. Die Ecke kommt. Mit Ankündigung. Mit Ankündigung, ey. Junge, Junge, Junge. Ja, da lag sie in der Luft. Ich, ne, wie gesagt, mach gerne frühe Tore. Wir wollen das Ganze mal gucken, dass wir hier das Ganze mal gucken. Hier das Ganze mal gucken. Die Platte hängt ganz gut. Da, wo sie hängt. Darum. Klasse Aktion, Ball ist weg. Einfach mal gucken, wie es weitergeht. So, hier sind wir wieder auf Williams. Wäre schon ganz geil, wenn er nach vorne laufen würde. Was? Das könnte noch ganz wichtig sein. Tue. Sie haben die Oberhand. André Herrera. Mittelfeldspieler. Gut für Man United. Sie naja, es vor. Ist wie gesagt der Neunte. Der Neunte an der Tabelle. Auf der Tabelle, in der Tabelle. Herrera. Cleverly. Capoe. Deulofeu. Aua. So, das ging ja mal gerade mega in die. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Alles frei. Alexis Sanchez. Und der Oberball auf Williams. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Hat er sich erst fast noch auf den Boden gelegt. Zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Was ist das denn? Ducouré. Capoue. Ducouré, Capoue. Deulofeu. Geile Namen. Oh. Noch nicht mal Pfiffe an dieser Stelle. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Ah, schade. Den hätte ich jetzt gerne noch mit dem eigenen Mann weggeköpft. Ole was. Wow. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ja, das stimmt. Oh, nun Pogba. Nee, so wollte ich das eigentlich nicht spielen, das Ganze. Ducouré. Wieder nach oben. Capoue. Und jetzt Pereira. Die haben Dine. Den Namen, ey. Haha. Der Ball jetzt bei Man United. So, da habe ich ihn wieder erobert. Oh, lauf, lauf, lauf. Nach oben. Nach unten. Alexis. Und jetzt die Chance. Oh. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Er schon wieder, ey. Crazy. Schon wieder derselbige Spieler. Ich habe immer noch kein Tor geschossen. Das heißt, mir wird hier ja immer mit Auswechslung Pereira gedroht. Jetzt. Deswegen muss ich da mal gerade, glaube ich, hier was einleiten. Boah. Hallo? Die blocken mich. Cleverly. Hier gibt es den Einwurf für Manchester United. Ja, das war ja sehr schlecht. So, einmal hier hin. Valencia. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Ball zu Kollege Herrera. Ducouré. Capoue. Williams kriegen. Cleverly. Troy Deeney. Langsam habe ich das Gefühl, die wollen mich verarschen. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Wollen mich verarschen mit diesem Namen. Erhebliche hier. Torentfernung, das dürfte keinen Direktabschluss geben. Deulofeu.
Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Veolo Feo. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Nee. Ecke kommt. So. Da können Sie erstmal klären. Lauf. Nee, na toll. Es gibt Einwurf. Habe ich den Ball bekommen, Ball aber leider ins Ausge. Scheiße. Veolo Feo. Da ist er wieder. Cleverly. Oh shit. Also die sind echt da auch gar nicht. Boah, was für eine Chance. Aber nein, das gibt's doch gar nicht. Das war alles nach dem Ausgleich aus. Gut getimte Flanke, aber er ist beim voll nach oben. Drüber. Okay, wir müssen wirklich zusehen. Erste Halbzeit wird jetzt hier gleich abgepfiffen. Da kommt die Tafel. Zwei das Minuten so Nachschlag. Zu crazy. Das habe ich am Anfang der Saison machen Herrera können. Jetzt allerdings nicht mehr. Ja, okay. Zur alles Pause klar. Steht's 1 zu 0 in knapper erste Halbzeit. Wir gucken uns das Ganze nicht mehr länger mit an. Wir müssen hier ein Tor schießen. So, Freunde, haben wir noch einen kleinen Besuch hier abgestattet bekommen, ey. Jetzt bin ich voll raus. So, auf geht's in den zweiten Durchgang hier im Old Trafford. Im Old Trafford, ja, alles klar. Wie steht's denn? 1 zu 0. Dine. Und ich habe mit Williams noch keine. Man United holt sich den Ball zurück. Noch keine Tore gemacht, glaube ich. Kann ich da mal eine Einblendung bekommen? Eventuell. Alter Schwede! Ja, da kommt Hilfe! Jetzt vielleicht! Da Sie ist haben es. Diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, zusätzliches Selbstvertrauen. Oh, da fällt mir gerade ein. Selbstvertrauen. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Bisher spielen Sie hier ohne große Probleme. 2 zu 0. Wie wird das Tor? Ducouré. Kriege ich da keine Einblendung? Wow, einfach weggetreten den Ball. Aber gut, komfortable 2 zu 0 Führung. Wir vergessen hier immer noch nicht, dass es der 9. auf der Tabelle ist. Und wir haben eben, ich glaube, auch 2 zu 0 gegen den Tabellenersten gewonnen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Da dürften wir uns eigentlich hier keine Sorgen machen müssen, sollen. Macht das mal so. Aus. Jetzt vielleicht der Konter. Schießen wir aus der Entfernung, wir tun es. Und jetzt die Chance. Boah. Wie hat der den denn rein? Alter. Das war way too easy. Und da macht er sein zweites das Tor. Das gucke ich mir mal an. Da habe ich mehr oder weniger einfach nur aus Luck. Aber der Torwart stand auch schon gut draußen. Ich weiß nicht, warum er da einfach so langsam ist. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Williams 57. Capoue. Mehr Cleverly. Haben wir hier gerade nicht erfahren. Er überzeugt heute als Passgeber. Seine Zuspiele sind heute sehr gerne. Ja, meine Bewertung 9,0. Dine. Vielleicht wird das hier wieder so ein richtiger Abriss. Platz, jetzt die Flanke. Vielleicht kriegen wir aber auch mal ein Gegentor Flanke kommt ein. Kurz. Wow. Ausgeforstet. Das war knapp. Aber wir haben viel Platz hier unten. Und guck mal, wer Zuspiel da oben frei steht. Jetzt vielleicht. Gute Aktion, da ist die Flanke. Bam. Da ist er drin. Tor für Manchester United. Noch eine Vorlage reingezogen, Alter. Bewertung auf 10 hoch. Matic hat's gemacht. Ja, das wird mal ein und richtiger Frack hier, ne? Tor für Manchester United. Den ballern wir erstmal richtig weg. Ja, die lassen hier überhaupt keine Zweifel aufkommen, haben alles im Griff. Und der alles Gegner strahlt haben die im nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, oh, das Ding ist durch. Ja, ich denke, das ist ja, sehr ja, ohne große Mühe. Eine Nachspielzeit brauchen wir hier gar nicht erst einleiten. Manchester auch nicht um United irgendwelche Kosmetik hier zu betreiben an einem 4:0. Cleverly. Ja, aber gut. Dine. Ehrgeizig. Jetzt ist die Kugel weg. Oh, da hat er mich unten, aber hier hat er mich unten. Super dazwischen gegangen. Danke. Der war und viel zu easy. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Der war easy. Capoue. Und wieder abgefangen. Dine. Oh, da habe ich zu spät Ducouré den anderen Knopf gedrückt hätte. Zack. Nee. Olevas. Jetzt könnte er den Ball oh, ich abspielen. Glaube, der hat sich aber hier verletzt, der eine da vom anderen. De Gea. Der war nicht schlecht. Oh, nee. Hab ich ihn? Ja. Nein. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Wer? Wechsel jetzt. José Mourinho bringt einen neuen Mann. Ja. Pogba geht raus. Pogba geht raus. Capoue. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Klasse gemacht, stark geblockt. Oh, auch wieder gut geblockt. Geklärt. Das war wichtig.
Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. McCain. Und abziehen. Oh. Sie liegen vorne und hätten schönes Passspiel. Nachgelegt. Was ist eigentlich mit meinem Mentor? Ich glaube, der läuft hinten rum, ne? Oder wie habe ich's? Wo ist denn der? 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ach so, wir sind ja Danny Williams. Lingard. Wir haben ja hier gar keinen Mentor. Beziehungsweise noch nicht. Angriff, aber dann kommt, ne, doch, wer weiß, noch was dazwischen. FIFA 20? Meint ihr, es gibt noch mal ein FIFA 20 mit Alexander? Oh, da jetzt hagelt's. Da hagelt's. Auf. Pass auf, wir machen so. Schießt er ihn rein. Oh, der Ball fällt zurück. Weiter mit Einbruch für Manchester United. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle der Partie war ja übel. Sehe ich genauso, Wolf. Genau. Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Rashford. Und jetzt die Chance. Oh. Unfassbares Tor. 5:0. Gut platziert in den Winkel. Na, da macht er die Flöte, oder was? Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball. 89. Minute. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Nee, komm, wir machen noch eins. Wir machen echt noch eins. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Patz, Dreierpaket. Danny, Ausrufezeichen. Williams. Ausrufezeichen. Schon sein dritter ja, echt viel zu easy hier ein gerade. Ganz starkes Spiel. Weiß ich nicht. Eindeutiger es ist so komisch. Und viel Zeit in der bleibt letzten Folge habe ich mir so einen abgerackert. Es ist dieselbe Schwierigkeit gewesen. Heißt am Ende also Manchester United. So einen abgerackert. Also ich habe mir schon echt gut das einen abgerackert. Eine überragende Vorstellung vor dir. Ja? Ich glaube, in der einen Halbzeit habe ich gar keine Tore geschossen, obwohl ich mich die ganze Zeit angestrengt habe. Und ja, hier war es jetzt. Mehr geht ja kaum. Ja, was soll ich sagen? Mehr geht ja kaum. Genau. 5 Tore, 6 Tore, Alter. Also, ja, was soll's. Heftiges Fest. Ich denke, es gibt kein Video, es gibt eine kleine Trainingseinheit eventuell. Und die werde ich dann ganz, wie nach alter Tradition natürlich rauscutten. So, das kurze Training wieder mit 2 A abgeschlossen, so wie immer, so wollen wir das haben, ohne simulieren. Ich glaube, ich habe in dem ganzen Spiel jetzt noch nie irgendein Training simuliert, so soll es natürlich auch sein. Wir gucken weiter, was abgeht. Gegen den 6-platzierten Caesars Palace. Alles klar, Friends, ich würde sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge zusammen rein. Bis dann, Tschüssikowski.